Südwestfalen hat sich auf den Weg gemacht. Das Ziel? Etwas bewegen, was niemand alleine anstoßen kann. Etwas zu schaffen, was niemand alleine gestalten kann. Und etwas nach vorne zu bringen, was nur von vielen Schultern gemeinsam getragen werden kann. Stark sein und stark bleiben, das ist das Motto des Regionalmarketings für Südwestfalen. Und hierbei setzt die Region auf die Kraft der vielen. Südwestfalen zieht an einem Strang. Unter diesem Motto ist im Frühjahr 2013 die Regionalmarketing-Kampagne Alles echt offiziell gestartet. Der Auftakt wurde zu einem echten Kraftakt. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Bildung bewegten einen tonnenschweren Bus 10 Meter weit, nur mit Hilfe eines Seils. Eine Aktion mit Symbolcharakter. Erstmals ziehen alle wichtigen Akteure und Initiativen in Südwestfalen gemeinsam an einem Strang und arbeiten im Rahmen des Regionalmarketings zusammen. Damit geht eine Idee in die Umsetzung, die viele visionäre Unternehmer und Politiker der Region seit Jahren vordachten. Denn der Kreis Olpe, der Hochsauerlandkreis, der Märkische Kreis und die Kreise Siegen-Wittgenstein und Soest bringen zusammen bundesweit ein echtes Schwergewicht auf die Waage. Zeit, dass man gemeinsam um Fach- und Führungskräfte wirbt. Zeit, dass Südwestfalen sichtbar wird. Im April 2013 wird das neue Südwestfalen-Portal im Internet also erstmals vorgestellt und die Werbekampagne Südwestfalen alles echt startet. Es wird einfach Zeit, dass die Region zeigt, was sie zu bieten hat, sagt Marie Ting, die das Regionalmarketing leitet. Und viele Partner in der Region sehen das ähnlich. Ich will mal zunächst sagen, ich bin echt stolz, dass wir so weit gekommen sind mit diesem Prozess des Regionalmarketings. Wenn man mal in die Anfänge zurückblickt, wie zunächst erstmal der Motor noch so ein bisschen stotterte und wir von Jahr zu Jahr uns vorgearbeitet haben und echt was präsentieren können. Für uns ist es ganz wichtig, so ein Portal zu haben, um Fachkräften, die wir gerne in die Region holen möchten, denen zu zeigen, was gibt es hier alles. Und freue mich, mit südwestfalen.com auch meinen Zweitjob als Marketingbeauftragter für Bewerber und Interessenten an der Region und an dem Unternehmen etwas an die Hand geben zu können, wo wirklich sehr aktuell, junge Leute würden wahrscheinlich sagen hip, alles wirklich zentral zusammengefasst ist und viele Feeds, Klicks und sonstige Steps dort im Internet durchgeführt werden können. Danke. Wir sind die Industrieregion im Grünen. Es lohnt sich, hier in Südwestfalen zu leben. Wir brauchen das Portal. Wir brauchen es dringend. Es reicht nicht aus, eine gute Region zu sein mit niedrigen Arbeitslosenzahlen, mit starken Weltmarktführern, mit einem lebenswerten Wohnumfeld, mit Karrieremöglichkeiten, solange es niemand weiß. Ich denke, unsere Aktivitäten, die wir hier auch schon gemeinschaftlich durchgeführt haben, zahlen in jedem Falle auf die Marke Südwestfalen und damit auf diese Regionalmarketing-Kampagne alles echt ein. Ja, ich muss feststellen, Südwestfalen ist auf einem sehr guten Wege. Südwestfalen wächst immer weiter zusammen. Und es zeigt sich nicht nur heute, dass Südwestfalen nicht nur die Addition mehrerer Kräfte ist, sondern eben auch Verbundenheit und auch Gemeinschaft. Meschede im Herzen Südwestfalens liegt, allerdings ist das Herz Südwestfalens, würde ich sagen, auch die Südwestfalen-Agentur und das, was sie mit dem Portal letzten Endes da auch bisher auf die Beine gestellt hat. Wir verbinden mit diesem Portal endlich eine Zusammenführung aller Informationen, die wir in Südwestfalen haben, damit unsere Unternehmen hier zukünftig auch auf die richtigen Informationen zugreifen können, wenn sie Fachkräfte suchen. Guter Mix aus Informationen und Emotionen, gute Plattform für Bürger und Gäste, gute Zusammenarbeit, Siegerland-Wittgenstein, Sauerland und Südwestfalen und alles gut, alles echt finden wir. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der Marke Südwestfalen eine starke Marke bilden werden, eine glaubwürdige Marke und mit der Gemeinsamkeit viel erreichen können. Alle Agenturen für Arbeit in Südwestfalen freuen sich heute, dass das Portal in den Echtbetrieb geht. Und nächste Woche freuen wir uns noch viel mehr, wenn die bundesweite Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit dann auch vollständig in das Portal integriert ist. Wir sind an ganz, ganz vielen Projekten beteiligt und freuen uns, dass wir jetzt so erfolgreich dieses Portal haben starten können. Und unsere Hochschule wird sicherlich alles tun, auch die Ziele, die damit verbunden sind, auch weiter zu erfüllen. Wir sind eine der stärksten Wirtschaftsregionen in Deutschland und das soll auch so bleiben. Und da das niemand ganz alleine machen kann, bündeln wir die Kräfte und das erste Sichtbare ist heute das Portal. Da kommen ja noch viel mehr Sachen, da freuen wir uns drauf und dann geht, wie sagt man so schön, da geht's richtig ab. Bleibt am Ende also eigentlich nur eine Frage offen.
Sind Sie dabei?